Hallo und herzlich willkommen zur neuen Tutorial, wie verdoppel ich Barren oder Erz, ja, wie hol ich es doppelt heraus. Und zwar kennt man ja normalerweise, dass man eine Kohle nimmt und ein Erzstück, das so natürlich geht, weil wir es zuerst verwandeln müssen. Und zwar ist mir zuerst mal zu unserer Werkbank, die ist hier mal unten. Holzen wir mal an uns, so. Müssen wir aus diesen Erzen zuerst einmal diese Platinum Ore Gravel machen. Die Erze haben wir ja aus beim durch Sieben bei Kies herausbekommen. Und dann kann man die dann entsprechend brennen. Ja, das kennt man ja. Das geht dann wieder im Barren eigentlich in dem Sinne. Jetzt aber so, es gibt eine Möglichkeit, wie man das eigentlich verdoppeln kann. Das heißt, man kriegt dann anstatt einem Barren zwei Barren. Und zwar muss man dafür eine Schmiede bauen. Ja, wir bauen eine Schmiede. Für die Schmiede braucht man versägte Ziegel. Und die baut man, indem man eigentlich ganz einfach, indem man hier mal eine Werkbank baut. Oder geht rüber wieder. So, die baut man, indem man eigentlich Kies, Ton und Sand zusammenfügt. Alles haben wir bereits schon mal erhalten. Kriegen wir ja diesen Mörtel. Ja. Und diesen Mörtel können wir jetzt brennen im Ofen. Und wenn man diesen Mörtel brennt, dann gibt es gleich Folgendes. Seht ihr es gleich dann? Dann kriegen wir diese versenkte Ziegelstein. Gut. Jetzt machen wir das hier auch, dass wir genug haben. Und jetzt zeige ich euch das im Schul. Ich habe bereits vorbereitet. Und zwar habe ich hier versenkte Ziegelstein schon mal gebaut. Ja, das ist wieder zur Werkbank. Hier habe ich schon bereit. Jetzt können wir mit vier angeordnet können wir einen Ziegelstein bauen. Okay, jetzt können wir noch weiter. Wir können nämlich so können wir ein Ausgussbecken bauen. Seht, wunderschön. Das brauche ich nämlich auch. Dann so gibt es einen Tisch. So, und jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, wie das Ganze ging. Was sowas etwa? Der Schmalzerei Kern, der brauchen wir auch, sehr gut. Und dann bin ich mir sicher, wie das denn war. Dass das wichtigste Teil, der Ausguss, könnte so gewesen sein. Ne, war nicht so. Auch nicht. Dazu müssen wir kurz mal schauen. Ausguss, Ausguss. Der Tank haben wir schon. Das ist der Ausguss. Wir brauchen dafür. Okay. Einen Meißel brauchen wir für diesen Mann, das muss was Falsches sein. Ich war nicht gemeißelt, denn ich war nur ein Ausguss. Okay, da müssen wir kurz mal schauen, weil, suchen, Ausguss. Hier, das hier. So, links und rechts angeordnet, gibt es einen Ausguss, sehr gut. Da bräuchte ich mir zwei. So. Und dann brauche ich ein paar Ziegelsteine noch. So, jetzt ist Folgendes. Ich zeige euch, wie es funktioniert jetzt. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Und zwar müssen wir zuerst einen Boden bauen für die Schmiede. Dieses muss zwingend 3 breit sein. Das hat der Grund, ja, ihr braucht auch genug Ausgüsse und den Kern, um die Sachen reinzutun. Dann muss der Boden mindestens 2 breit sein. Ihr könnt auch 3 auf 3, wobei ich muss sagen, ich bevorzuge 2 auf 3. Das hat einen erzschmelztechnischen Grund, weil man dann genau die Fläche kriegt, die man benötigt, um komplette Barren zu komplette Blöcke zu gießen und nicht einzelne Barren rauslassen muss. Das geht ja viel schneller so. So, dann müssen wir den Boden ebenfalls noch ausbauen. So. Und jetzt haben wir hier eine Fläche, das ist der Grundboden eigentlich. Jetzt können wir nämlich die Ausgüsse hier platzieren. Und dann, ja, ihr seht, ich bin kreativ, da ist ja auch noch da. Jetzt habe ich da vorne ja, jetzt habe ich den Kern, habe ich überschrieben natürlich. Beim Überlegen. So. Und diesen Schmelzkern können wir hier reintun. Und dann hier mal so zumachen.
So, jetzt brauchen wir aber noch einen Tank, weil wir müssen ja das Ganze noch betreiben. Also schauen wir kurz, Tank. Und zwar brauchen wir diesen versenkten Tank hier. So, dann können wir. Achso, sehr laut, die gluckert, okay. So, können wir diesen Tank hier reinbauen? So. So, jetzt gibt es eine Möglichkeit. Entweder ihr schmelzt euch Lava ein. Ich kann mal ein bisschen hoch wieder aufschieben bis 2000. Ja, so. Bis zwei Lava haben Platz im Kessel. Also, entweder gießt ihr euch Lava, die hier rausschüttet, bei euch in Kesseln, da hier rein. So. Oder, das könnt ihr mehrmals machen. Ihr seht schon, ungefähr fünfmal laufen oder viermal ist es dann voll. Oder ihr macht dann halt eine Leitung, die halt die Lava hier abzapft und automatisch hier einführt. Das könnt ihr vielleicht später mal im Video zeigen, wenn es gewünscht ist. Ansonsten schafft das jeder selber. Ja, jetzt ist der Kern aktiv. Ihr seht, der Brennstoff ist aktiv. Und wenn wir jetzt seht ihr, ich habe 6 auf 6. Das ist ein bisschen unpraktisch von der Größe noch. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen noch höher bauen. Ich rufe hier auch kurz hoch zum Zeigen. Wenn ihr jetzt nämlich das hier so hoch habt, schauen, so. Ach so. Ja, hier, so. Und wenn ihr jetzt aufmacht, merkt ihr, ihr habt 9 auf 9. Okay, passieren wir noch nicht. Noch eins hoch in dem Fall. Und jetzt haben wir, so, jetzt haben wir 9 auf 9, das heißt 18. Somit, wir wissen ja, 9, 9, ja, 9 Erze geben, also 9 Barren geben einen Block. Es ist so, der Schmied ist halt so, wenn ihr jetzt dieses Broken Iron zum Beispiel hier, zusammenfügt, so kurz drüber, zusammenfügt, jawohl. So, haben wir diesen Gravel. Normalerweise ein Gravel gibt ein Barren. Wenn ihr jetzt aber dies in die Schmelze haut, so, da will ich mal zeigen, jetzt haben wir diesen Gravel in die Schmelze und den Ausguss noch mit dem Hahn versehen. Ausgusshahn, den benötigen wir, sonst können wir nicht rausgießen, das Ganze. So, und dann brauchen wir den Tisch noch. Okay, jetzt habe ich das ein bisschen blöd gemacht, merke ich jetzt, weil jetzt fehlt uns die Gussform. Ja, warte, dann jetzt tue ich noch kurz mal zwei. Habe ich die Gravel? Ja. Tue ich mal kurz noch nachgeben, damit wir den ganzen Block haben. Ja, und dann habe ich ja hier den Tisch. Guss. So, diesen Guss, das Gussbecken. Das wird unterhalb von diesem Hahn platziert. Und hier kommt dann der Gusstisch. Wie schon besprochen. So. Wow, und dann habt ihr schon mal das zusammen. Wie gesagt, die Sache geht halt eine Weile, bis man es hat, aber wenn man es mal bringt, dann schon was. So, und jetzt seht ihr hier den Stand. Ein Eisen ist bereits geschmolzen. Das haben wir hier in Physikersanzeige. Zweites geschmolzen auch. Dann wird es jetzt automatisch steigen. Ihr seht es gleich, wie hoch geht. So, voilà. Jetzt alles hingeschmolzen. Und jetzt könnt ihr entweder auf den Tisch einen Block gießen. Also einen Barren ausgießen oder hier einen ganzen Block, also heißt 9 Erze. Das machen wir jetzt mal. Jetzt werden die 9 Erze hier runtergelassen. Wir haben 9 Erze reingelegt. Das gibt normalerweise ein einziger Block. Und ihr werdet jetzt dann gleich sehen, wenn sie vollgegossen hat. Ein Block, den ich wieder nicht öffnen kann, ohne. Was mache ich hier? Werkbank hin. Werkbank kurz, so. Ja. So. Ein Block. Hier kann man Monster spawnen, so. Also ein Block, seht ihr, ein Block gibt 9 Eisenbarren, das heißt, wir haben 9 Erz verbrannt, aber wir haben immer noch Flüssigkeit, wir können immer noch ganzen Barren rauslassen. Das bedeutet also, dass mit der Schmiede kann man aus zwei Blöcken, ja, also aus einem Erz zwei Erze rausholen.
Das geht auch mit einzelnen Bahnen. Wenn ihr einzelne Bahnen rauslässt, das kriegt ihr halt aus einem RS gleich zwei. Oder sein Gravel beziehungsweise. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet und nichts verpassen, dann lasst doch ein Like da und Abo natürlich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye bye, tschüss.